Tja, jetzt kommt das Übungsvideo. Also, wir hatten ja gesagt, wenn ich etwas durch eine Zahl teile, wird das Ergebnis auf jeden Fall kleiner. Es sei denn, ich teile durch 1 oder ich teile durch eine Kommazahl. Aber dazu kommen wir später, das machen wir später mal. Dazu habe ich auch schon genug Videos gemacht. Einfach in der Suchfunktion nachgucken. Jetzt kommen wir mal zum Übungsteil. Jetzt seid ihr dran. Und ich schlage Folgendes vor. Ihr macht mal die beiden Kästchen hier. Also dieses und das rechte. Das macht ihr mal. Ich drücke Pause, ihr drückt Pause und dann vergleichen wir hinterher. Also Pause-Taste drücken und ihr schreibt die Aufgaben ab, abschreiben und dann geht das los. Löst die und dann sehen wir uns wieder. Mathe ist hinschreiben. Das ist ganz einfach. Na, habt ihr es so? Na, also 23 durch 10. Die 23 hinschreiben, gucken, eine Kommastelle habe ich, na, die ich wegstreichen muss. Also setze ich zwischen die 23 das Komma. Genau in der Mitte, also 2,3 und so weiter und so fort. Wer das nicht weiß, der guckt nochmal ins Erklärvideo. Im Erklärvideo habe ich das ja alles nochmal gezeigt. Ich werde das hier oben jetzt verlinken. Hier sind Links. Okay, also hier dieser Link, da ist dann ein I, da geht man rauf. So ein I in so einem Kreis drin. Hier oben. So. Okay, jetzt macht mal die nächsten. Ne, macht mal erst dieses hier. Also dieses Kästchen. Und dann sehen wir uns wieder. Pause-Taste drücken, Aufgabe abschreiben, ausrechnen. Wir sehen uns wieder. So, ich zeig's mal direkt. Also, ich zeig mal direkt, wie das gelöst wird. 2,3 durch 10 hinschreiben. Aber Achtung, hier ist das alte Komma. Das nur ganz dünn andeuten. Hier. So, jetzt sage ich durch 10. Es muss ja noch eine Kommastelle. Es muss also das Komma noch eine Stelle nach hier. Also hier gehört das Komma hin, 0,23. Nochmal. Wer das gleich sieht, der sagt eben, okay, ich schreibe die 23 hin, weiß hier ist das Komma und rutsche gleich um eine Stelle. Darum geht es um eine Stelle, weil ich ja noch weiß, hier ist es. Um eine Stelle dahin und schreibe 0,23 hin. Das gleiche, 0,73. Also die 73 schreibe ich hin. Die 0 kann ich auch noch dazu schreiben. Und jetzt sage ich durch 10. Hier war das Komma, hier muss es hin. Und vorne die 0 davor. 0,8 durch 100. Die 8 hinschreiben, die 0 hinschreiben. Ich sehe, hier war es, ne? Dieses Komma hier. Das war hier. Das rutscht jetzt aber um 2 Kommastellen. Also muss ich noch auffüllen. Von hier 1, 2 Schritte, zack. 0,008 wird daraus. Und hier ist es ja ganz komisch. Hier schreibe ich sicherheitshalber mal diesen ganzen Kram hin, ohne Kommastellen, 0, 0, 0, 2, 3. Und jetzt durch 1000. Achtung, ich weiß, hier war es. Ich kann mir ja ganz dünn hier ein kleines Pünktlein machen. Oder hier oben das Pünktchen hin, das geht auch. So, also sage ich, okay, wenn ich nehme es mal hier oben hin, hier war mein Komma. Achtung, durch 1000. Jetzt muss ich 1, eine 0 habe ich, noch 2 auffüllen. Jetzt kann mein Komma hier hinrutschen und damit die Zahl komplett ist, schreibe ich es dahin. Sieht doof aus, ne? Jetzt macht mal die letzte nochmal, Pause-Taste drücken und dann sehen wir uns wieder. Und das war eine ganz schöne Zählerei, ne? Hier geht es ja noch bei den kleinen, aber hier bei den größeren Sachen, hier wird es schon spannend. So, jetzt gucken wir mal. 0,14, 0,0034. Achtung, eine 0 noch dazu fügen, ne? Ich habe das hingeschrieben, habe mir dann das gedacht. Habe meine 0 dahin gesetzt, denn ursprünglich war ja hier das Komma. So, und das gleiche hier auch, 004 hingeschrieben, 004, und hier sieht man, hier hatte ich, hier war mein ursprüngliches Komma, und jetzt habe ich noch eine auffüllen müssen, also kommt das dahin. So, dann gucken wir mal. Jetzt wird es spannend, und jetzt habe ich das mal sicherheitshalber zum Gucken für euch. Diese 0,034, die habe ich mal ziemlich weit rechts mit Schwarz rausgeschrieben und ich musste dann vorne 1, 2, 3, 4 Nullen auffüllen. Gucken wir mal. Siehst du, das kommt davon. 1, 2, also 1, 2, 3, 4 Nullen. Siehst du? Ja. Also 0, Komma. Und jetzt haben wir die 4 Nullen, um was wir aufgefüllt haben müssen und jetzt haben wir es richtig. Gut. Ich wünsche euch vor allem in Arbeiten immer viel Glück, dass ihr es richtig trefft. Schreibt lieber ein bisschen mehr,
Denn wenn man mehr schreibt, dann kann man in aller Ruhe überlegen, als wenn man alles versucht, im Kopf abzuzählen. Gut, bis denn. Tschüss, tschüss.